君はね、確かにあの時私のそばにいた。いつだって、いつだって、いつだってすぐ横で笑っていた。なくしても取り戻す君を I will never leave you. Wanna battle, then I take it to the street. With his new rules, take hold the gloves, rip please to down. Gotta prove my skills to get down. My lyrical talents. So, haben wir ein bisschen abgekürzt das Ganze und damit herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play von mir. Und zwar, wie man hier sehen kann, Persona 3 in der Fest-Edition. Ich weiß nicht genau, was es heißen soll. Auf jeden Fall wurden da ein paar Sachen zur eigentlichen Version hinzugefügt. Ja, nachdem ich Persona 4 schon angefangen hatte und wieder abgebrochen habe, weil... ja, verschiedene Dinge, Zeitmangel und so weiter. Und ich wahrscheinlich nochmal neu anfangen müsste, um wieder reinzukommen, habe ich mir gedacht, komm, machst du direkt ein neues. Beziehungsweise ein neues altes. Dem Vorgänger zu dem Ganzen. Und zwar Persona 3. So, wir sind im Auswahlbildschirm hier. Haben The Journey und The Answer. The Answer ist, glaube ich, neu mit FES. Das ist quasi so High-Level-Zeugs und ein bisschen abgefahren, also ein bisschen abgedreht und ziemlich schwer im Übrigen auch. Das läuft direkt auf dem höchsten Schwierigkeitsgrad. Darum fangen wir an mit The Journey. Und machen ein neues Spiel. You may begin the story of Persona 3 from here with new features. If you're playing Persona 3 for the first time, we recommend that you start with this mode. Ich hatte mir übrigens auch vorher überlegt, ob ich nicht die mobile Version spielen sollte, aber die bietet grafisch nichts, soweit ich das gesehen habe. Allein wegen des weiblichen Hauptcharakters wäre das Ganze interessant gewesen, aber okay. Those who have already played the game can enjoy the new features that have been added. Do you want to know what was added? No. Diesmal kann ich im Übrigen auch mit meinem Gamepad spielen. Sehr praktisch das. If you have saved data... Nein, habe ich nicht. Registered Persona in the Compendium. Known Fusion Spells Combinations. Ja, ja. Aber man kann quasi alles übernehmen, wenn man das Spiel schon einmal durch hatte. Denn das Spiel hat einen hohen Wiederspielwert. Transfer your data? No. Continue the game without transferring any data. Yes. Select a difficulty level. Ich werde auf easy spielen. Ich weiß, das ist lachhaft, aber ich habe keinen Bock, jedes Mal die Dungeons auf neu zu machen, wenn ich irgendwann mal faile. Deswegen easy. Ja, battles will be less challenging than normal. Ich bin mir gerade nicht ganz sicher, ob das Ganze nicht zu laut ist, aber mir ist es ein bisschen laut, deswegen drehe ich es herunter, die Lautstärke. You will have the option to continue up to 10 times after your character has become unconscious. Once you have begun this setting, ja. In der mobilen Version gibt es noch ein Super Easy mit 30 Mal. Characters, art and storylines depicted in this game are purely the work of fiction blob. Time never waits. It delivers all equally to the same end. You who wish to safeguard the future, however limited it may be, you will be given 1 year. Go forth without falter, with your heart as your guide. Hey,
too serious. You didn't know? You're an idiot. Yeah, I'm at the station right now. You're late. I've been waiting a long time for you. Now, if you want to proceed, please sign your name there. It's a contract. Don't worry. All it says is that you'll accept full responsibility for your actions. You know, the usual stuff. So, nach diesem wunderbaren Einführungsvideo, das ich sehr mag, dürfen wir nun unseren Namen eingeben und ich werde... Ich weiß noch nicht, welchen ich eingeben werde. Ich nehme einfach mal meinen richtigen Vornamen. Ah ne, zuerst kommt der Nachname, wa? Ah, dann nehmen wir dann hier mal ein bisschen... Das ist im Übrigen in der PSP-Variante, also der mobilen Variante, ist das auch anders. Da wird nämlich der Nachname zuletzt genannt und was wir hier haben ist, so wie es original im Japanischen ist, Nachname zuerst. So, nehmen wir hier dann mal den richtigen Namen. Ich habe das, als ich jetzt erstmal gespielt habe, im Übrigen falsch eingegeben und wurde dann etwas seltsam immer angesprochen. Proceed. Yes. Please. No one can escape time. It delivers us all to the same end. You can't plug your ears and cover your eyes. And so it begins. Who's there? Wait! No soul, robust, robust, be bust, justice.
man with no life. I didn't think you'd arrive so late. So. Und damit haben wir dann auch unseren Vertrag unterzeichnet, mit dem wir sagen, dass quasi alles, was wir machen, auf unsere eigene Kappe geht. My name is Mitsuru Kirijo. I'm one of the students who live in the storm. Na, wenn die hier Schülerin ist. Who's he? Sprich mit mir, Brünette. He's a transfer student. It was a last-minute decision to assign him here. He'll eventually be moved to a room in the boys' dorm. Mhm. Is it okay for him to be here? Ich finde sehr cool, wie mein Charakter steht, so Hände in der Tasche, so, I guess we'll see. This is Yukari Takeba. Hi, Yukari. She'll be a junior this spring, just like you. Hey. So, und wie immer haben wir natürlich auch hier verschiedene Möglichkeiten. Nice to meet you. Warum hast du eine Pistole? Und da ist das hier das Mädchen. Schlaf. Haus. Wohnhaus. Schülerhaus. Ich weiß nicht, wie ich es übersetzen soll. Warum hast du eine Waffe? Huh? Well, it's sort of like a hobby. Ein Waffengeek. Well, not a hobby, but... You know how it is these days. It's for self-defense. Mhm. It's not a real gun, of course. Ja, sonst, ja. It's getting late, so you should get some rest. Seltsame Selbstverteidigung. Your room's on the second floor at the end of the hallway. Your things should already be there. Wie kommen die dahin? Oh, I'll show you the way. Follow me. Gerne doch, gerne, gerne. Also die Gute läuft zur Selbstverteidigung mit einer Waffe rum, die sie sich ans Bein gebunden hat. Also sie hat nur richtigen Holster dafür. Holster, wie auch immer. Die Grafik ist natürlich auf PS2-Niveau, wie man sieht. So ein 3D-HD-Remake. This is it. Pretty easy to remember, huh? Since it's right at the end of the hall. Also ich persönlich würde mich ja trotzdem verlaufen, aber das nur mal so nebenbei. Oh yeah, make sure you don't lose your key, or you'll never hear the end of it. Mhm. So, any questions? What's that contract for? Wofür ist dieser Vertrag und lebt das Kind hier auch? Huh? What contract? Den ich unterzeichnet habe. Mir wurde ein Auto verkauft. Can I ask you something? On your way here from the station, was everything okay? Ob alles in Ordnung war auf dem Weg von der Station hierhin. Was meinst du? You know what I... Never mind. Okay. It seems like you're all right. Ja, mehr oder weniger. Well, I better get going. Okay. I'm sure you still have other questions, but let's save them for later, okay? Good night. Ich mag das Halsband von ihr mit dem Herzchen dran, also mit der Herzchenschnalle. Die Schnalle hat eine Herzchenschnalle. Wer ist Yukari? Open the door, ignore her. Sind wir mal nett. Good morning. Did you sleep okay? Das ist im Übrigen eine verdammt riesige Tür. Da kann man zu dritt durchgehen. Also drei in der Größe. Und zwei nochmal darüber gestapelt oder so.
Tsuru Senpai asked me to take you to school. Ach, ich dachte, du magst mich. It's getting late, so... Are you ready to go? Yeah, I'm ready. Okay, then let's go. Hey! So, that's it. See? There it is. This is it. We're here. Welcome to Gekkoukan High School. Hope you like it. Early morning. Also, ist immer noch früh morgens. You're okay from here, right? Ja, doch, doch. You should go see your homeroom teacher first. Also, zuerst mal unseren Homeroom-Teacher. Ich labere dir einfach drüber, Yuka, ist mir scheißegal. Ha! And that concludes the tour. Do you have any questions before I go? In welcher Klasse bist du denn? Me? I don't know. I haven't looked at the classroom assignments yet. Hey. About last night, don't tell anyone what you saw, okay? See you later. Ciao, tschüss. Du. Komische, mit Waffe. There are many people standing in front of the bulletin board. Okay, also, freie Bewegung. Woohoo. Na? Huh? The faculty office? I think it's that way. Actually, I'm new here, so you should probably ask someone else. Also, die ist neu hier, die Gute. Wer seid ihr? Two students are talking. Hey Cass, why are you wearing your PE uniform? School just started. Ich kann nicht gut Frauentum nachmachen, deswegen versuche ich es halbwegs zu unterlassen. You really ought to find somewhere to change it to normal clothes. I guess. Okay, fine. Quit glaring at me like that. Hey, where's the bulletin board with the homeroom posted? Homeroom is posted. It's right there! You're in class F, Cass. I'm in a different homeroom, so I can't keep an eye on you. I worry about you sometimes. Ja, oh, ich komme nicht zwischen ihnen durch. Ich bin zu dick. Na du? There's no need for them to post the names of the kids who are gonna be in our class. I mean, we'll never see them again after we graduate anyways. Du bist nicht sonderlich sozial. Wer bist du? Oh, there it is, Class F, huh? Taught by... What? Miss Toriyumi? Well, she is older than me, but... I was hoping for Miss Kanu. Kanu. Not from yours. Du bist? Oh, great! I have the worst teacher ever. Na? What? I don't see my name. What should I do? Mir egal. Ja, ich wollte nicht dich, ich wollte das Board. Entschuldigung, das Board ist wichtiger als du. Class rosters are posted. You can't find your name. Look for it again. There is a small note with your name on it. Nico Blue, Class F. Okay. Also, mir wurde gesagt, dass... Ach, hier steht... Was bist du denn für einer? Meine Güte, was für ein Afro. Faculty member. So this item's profit is. The woman who seems to be a teacher is mumbling to herself. Das ist eine Frau? You've got it now. Everything will fall into place if you make everything 50 times as expensive. But if I raise prices by that much, I go broke because the students won't buy anything. I see. There was an unknown variable of student interest in the equation. Okay, I'll order more pork cutlet sandwiches just for you. Satisfied? Now hurry back to the faculty office. It's a new year, right? You must have a lot to catch up on. Oh, verpiss dich!
something, yeah? Something is written beneath the displays. Two in harmony surpasses one in perfection. Aha, zwei in Harmonie sind besser als einer, als ein einziger in Perfektion. Da ist ein Eimer, auf dem was steht. Ich weiß immer nicht was. Und der Feuerlöscher. Der ist aber unwichtig. Geh mal hier durch. Hi. Listen, if you're a real man, you should have the soul of, the soul of a samurai. At this school, we teach students to become samurai so they can succeed in society and... Whoa, but this is great! I wish to also become the samurai. Yes, that's the spirit. You might not be from here, but we're on the same page. Jetzt habe ich ihm auch einen Akzent vergeben. The two of them seem very excited. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Nur Bekloppte. So. Library? That's strange, I saw the map, but... Where am I? Hab mich verirrt. Was haben wir hier? Nurse's Office. Hier gehen wir erstmal nicht rein. In das Faculty Office gehen wir, aber erst in der nächsten Folge. Bis dann, tschüss!